Neues Jahr, neues Glück. Neuer Name, neues Logo, neues Thema. Let's Make a Game war für mich persönlich ein wichtiger Schritt, um die Entwicklung meines eigenen Kartenspiels voranzubringen. Und ich bedanke mich herzlich bei jedem, der mich auf diesem Weg in den letzten 8 Videos unterstützt hat. Durch euch habe ich nun eine geschärfte Sicht und kann mich nun wieder in mein stilles Kämmerchen zurückziehen, um das Spiel mit euren Ideen abzugleichen. Um es dann irgendwann wieder emporsteigen zu lassen, um euch alle vom Hocker zu reißen. Bis dahin möchte ich euch natürlich nicht warten lassen, sondern fange, wie eingangs erwähnt, mit einem neuen Thema an, was mich persönlich sehr begeistert und von dem ich gerade nicht genug kriegen kann. Da ich sowieso schon die ganze Zeit dieses Spiel nebenher spiele, kann ich doch auch gleich Videos darüber machen und euch vielleicht sogar dabei helfen, dieses Spiel zu meistern oder es einfach nur etwas besser verstehen zu lernen. Octopath Traveler Champions of the Continent erschien Mitte dieses Jahres und hat mich schon in der Beta in den Bann gezogen. Seitdem konnte ich mich nicht mehr davon trennen und meine Energie fließt hauptsächlich in die Entwicklung meines eigenen Spiels oder eben in das Prequel des wundervollen 2D-HD-Abenteuers Octopath Traveler, auf dessen Nachfolger ich mich auch schon wie ein Kleinkind freue. Es wird also einiges an leidenschaftlichen und wissenswerten Themen geben, die ihr als Fan auf keinen Fall verpassen solltet. Von nun an wird es so laufen, dass ich mindestens ein Video pro Woche posten werde, um euch über eure Reise für iOS oder Android auf dem Laufenden zu halten. Seid ihr auch bereit für ein neues Abenteuer mit mir? Packen wir es an! Ich nehme euch mit in die wunderschöne Welt von Osterra zu Octopath Traveler Champions of the Continent. Euer David. Bis demnächst.